Wir gehen in unsere letzte Runde. Schön, dass ihr noch da seid. Ich weiß, es ist eine Zumutung, am Freitag, Samstag, Nachmittag so spät noch beieinander zu sitzen. Ich hoffe, unser Programm hat sich für alle gelohnt und die Abschlussrunde wird es auch tun. Ich bin nicht Brigitte Beetz, das hat sich schon erschlossen, die ist ganz kurzfristig erkrankt, deshalb werde ich durch diese Runde moderieren. Wir haben aber vier spannende Leute, die alle was zu sagen haben und wir steigen ein mit Markus Niebelstein, weil wir jetzt schon mit vielen Diskussionen so dicht an dieser Frage waren, würde ich Sie gerne fragen, ist Arte eigentlich der Anfang der Lösung unserer Probleme rund um europäische Öffentlichkeit? Ist Arte der Beginn einer europäischen Plattform, eines europäischen Medienmodells, mit dem wir weiterarbeiten sollten? Ja und nein. Ja, weil wir natürlich seit 26 Jahren erfolgreich, glaube ich, es schaffen, zumindest zwischen Deutschland und Frankreich eine Plattform herzustellen, auf der wir Inhalte austauschen und an der jeweils anderen Sprache zur Verfügung stellen. Diese zunächst mal Fernsehplattform ist inzwischen gewachsen zu einer, wie ich glaube, sehr breiten und auch inhaltsstarken Online-Plattform. Wir trennen gar nicht mehr so sehr bei Arte zwischen linear und nonlinear. Es ist deshalb auch stark geworden als Online-Plattform, weil Arte France Mittel des Staates bekommt seit Jahren, um Online-Inhalte herzustellen, was auf deutscher Seite ja undenkbar ist, seit Jahren. Hoffentlich ändert sich das ja bald. Aber Inhalte, die so breit die europäischen Themen abdecken, von Kultur bis Politik, und das in zwei Sprachen und mit 600 Stunden Programm inzwischen auch in vier weiteren europäischen Sprachen, sodass wir 70% der Europäer in ihrer Muttersprache erreichen, dass man sagen kann, da ist ganz viel Content, der für ziemlich viele in Europa in ihrer Muttersprache zur Verfügung steht. Das ist aber noch längst nicht die Lösung unseres grundsätzlichen Problems. Schaffen wir eine europäische Öffentlichkeit? Da, glaube ich, sind wir noch ganz, ganz weit von entfernt und das wird auch Arte nicht schaffen. Wir sind eine ambitionierte, europäisch orientierte Mediathek mit einer Reihe von Features, die auch einen Austausch ermöglicht. Aber wenn man genau hinschaut, unsere Angebote in den sozialen Medien laufen in Frankreich nur Französisch, in Deutschland auf Facebook nur Deutsch. Es gibt keinen Austausch, weil die Angebote eben Facebook/FR, Facebook/DE national sind, obwohl es derselbe Content ist, aber der Austausch, eine wirkliche öffentliche Debatte, ein Diskurs über Themen, die wir bereitstellen, findet international oder grenzüberschreitend nicht statt. Was wäre denn dafür hilfreich? Also ein Thema war, das war jetzt gerade im Forumsgespräch kurz angesprochen worden von Ihnen. Ich muss einen Schritt zurück. Ich habe vergessen, Sie vorzustellen. Markus Niebelstein ist Geschäftsführer von Arte Deutschland. Entschuldigung an dieser Stelle. Und ARD-Koordinator für Arte. Ich habe noch einen ZDF-Kollegen. Aber wie immer ist Deutschland da komplizierter. Frankreich ist da ganz einfach, weil zentral. Aber was helfen würde, wäre, glaube ich, sich mal visionär vorzustellen, was wir denn bräuchten, wenn wir Europa als einen politischen Raum oder als einen öffentlichen Raum uns vorstellen. Wenn wir das vergleichen mit dem, was hier in Deutschland möglich ist oder vielleicht sogar deutschsprachig möglich ist, dann brauchen wir doch Themen, die wir in Europa uns gegenseitig vorstellen, erklären, journalistisch bearbeiten, aufarbeiten. Und zwar so, dass wir verstehen, warum in den Niederlanden anders drüber gedacht wird als in Portugal. Und dann gemeinsam über die Grenzen hinweg, ohne Sprachbarriere, darüber zu sprechen. Das wäre doch die Basis eines echten demokratischen Austauschs über gemeinsame Themen. Aber was dahinter stecken würde, um da hinzukommen, das ist, glaube ich, ein riesiger Berg, den wir erstmal ersteigen müssen, technisch wie mental. Aber das ist die Vision, die ich am Ende habe, wenn ich sage, ich brauche eine europäische Öffentlichkeit, die in gleicher Weise Demokratie, europäische Demokratie unterstützt, wie wir das in unseren nationalen Systemen kennen, dann brauche ich das am Ende.
Und die Frage ist, schaffen wir es als Gesellschaften, als Europäer, uns das zu gönnen und zu bauen? Das muss was werden. Hier kam gerade ein Kommentar, das wird nichts. Also wir haben bei Arte angefangen, am Anfang hat auch jeder gesagt, das wird nichts. Und wir leben noch und wir werden immer größer und wir haben immer mehr Spaß daran und immer mehr Leute sehen uns. Also es kann was werden. Vielleicht auch immer notwendiger. Das war eine der Quintessenzen der Debatten des heutigen Tages. Vielleicht auch erkennbar notwendiger, in diese Richtung weiterzugehen. Harald Schumann. Was ist die Rolle dieser transnationalen europäischen Netzwerke? Harald Schumann ist Journalist beim Tagesspiegel und einer von, ich glaube, ihr seid 6 oder so. Es gibt eine, werden Sie gleich genauer erzählen, eine kleine Gruppe von Menschen, die sich zusammengeschlossen haben zu dem journalistischen Netzwerk Investigate Europe. Und es werden Artikel zur Verfügung gestellt, die Redaktionen wechselseitig abrufen können, sodass gewissermaßen Content aus unterschiedlichen Ländern hergestellt wird, der sowas transportieren könnte, wie eine Kenntnis, eine europäische Öffentlichkeit in der Weise, dass berichtet wird aus verschiedenen Ländern für nationale Medien. Harald Schumann, was ist die Rolle eines solchen Netzwerks bei der Aufgabe, der auch Arte sich zu stellen hat? Erst nochmal zur Klarstellung, was wir sind. Wir sind kein Netzwerk, sondern wir sind ein festes Team. Wir sind 10 Journalisten aus 9 Ländern, die kontinuierlich zusammenarbeiten und gemeinsam Themen entwickeln. Und in Anknüpfung an das, was Sie gesagt haben, eine der schönsten Dinge oder interessantesten Dinge, die wir miteinander uns gönnen, ist, uns gegenseitig zu erzählen, welcher Unfug über jeweils die anderen Länder in unseren Medien gestanden hat. Ja? Womit wir bei Ihrer Frage sind, welche Rolle, also ich erweitere die Frage mal ein bisschen dahin, welche Rolle haben eigentlich die Journalisten oder welche Aufgabe hätten eigentlich die Journalisten, um Schritt für Schritt sowas wie europäische Öffentlichkeit herzustellen? Vielleicht ein bisschen zur Geschichte. Wir sind ein Kind der Eurokrise, weil während der Eurokrise man sehen konnte, also das war, wenn man so will, so ein archetypischer Fall, wo alles schiefgegangen ist, was eigentlich notwendig gewesen wäre. Es gab einen starken Interessenkonflikt innerhalb von Europa. Eigentlich ging es um einen internationalen Verteilungskonflikt zwischen Finanzinstitutionen und deren Kunden, die in bestimmten Ländern falsch investiert hatten. Ja, zum Beispiel in den irischen Immobilienboom oder den spanischen Immobilienboom oder die griechischen Staatsboom und so. Und der wurde dann allerdings von den beteiligten nationalen Regierungen, namentlich vom deutschen Finanzminister Schäuble, umdefiniert in einen ethnisch-kulturellen, teilweise sogar rassistisch intonierten Konflikt zwischen Nord und Süd im Allgemeinen und zwischen Deutschland und den Mittelmeerländern im Besonderen. Und da gab es doch Journalisten in ganz Europa, die sich darüber furchtbar geärgert haben. Leider haben über 90% der anderen Kollegen dabei einfach mitgemacht. Und aus diesem Ärger ist diese Zusammenarbeit auch entstanden, weil wir eben festgestellt haben, wenn wir über die Eurokrise berichten wollen, dann müssen wir natürlich die jeweiligen Standpunkte, Perspektiven und Erfahrungen aus allen Ländern zusammentragen, um ein gesamteuropäisches Bild zu entwickeln. Das war damals die fundamentale Erfahrung. Das hat mit 2 Arte-Filmen wunderbar geklappt. Die sind nämlich nur deswegen so gut geworden, weil ich jeweils in den anderen Ländern Kollegen gefunden habe, die mir ihre Informationen zur Verfügung stellten. Wenn ich das alles selber hätte recherchieren müssen, würde ich wahrscheinlich heute noch nicht fertig sein. Und die Vorstellung, also was wir einfach brauchen, und ich finde, das gehört schon in die Journalistenausbildung und insbesondere auch in die Ausbildung von Chefredakteuren und Ressortleitern, ist, dass das ganze bisherige Konzept, wie über europäische Zusammenhänge berichtet wird, nämlich mit Hilfe dieses Korrespondentenunwesens, einfach den tatsächlichen Vorgängen in Europa überhaupt nicht mehr angemessen ist. Also Korrespondenten heißt, man schickt alle 2 Jahre jemand in die jeweils anderen Hauptstädte, ja, die sich dann dort einarbeiten und nach 2 Jahren sind sie ungefähr auf dem Stand, den ein Volontär vor Ort schon nach 4 Wochen hat.
um dann ausgetauscht zu werden gegen den nächsten Ahnungslosen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Es gibt schon auch Kollegen, die sehr gut sind und die dann viele Jahre Erfahrung haben in den Ländern. Aber was man doch sehr häufig beobachten kann, ist, dass eben Korrespondenten in den jeweiligen Ländern, auch weil sie alleine arbeiten und dann angewiesen sind auf die Unterstützung ihrer Chefs zu Hause, dann doch eher das reproduzieren, was die zu Hause gerne lesen wollen, was aber nicht unbedingt der Realität dort vor Ort entspricht. Ja? Und das trifft alle, das trifft auch die seriösesten Medien, auch die Tagesschau, auch die Süddeutsche Zeitung. Ich kann Ihnen unglaubliche Beispiele nennen, ja? Wo wirklich Wahnsinn berichtet wird, wo man denkt, bist du schon mal da gewesen? Ja? Hast du überhaupt mit irgendjemand gesprochen? Und darum denke ich, die primäre Aufgabe für uns Journalisten ist, diese gesamteuropäische Perspektive in Zusammenarbeit mit anderen zu entwickeln. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Das ist der Grund, warum wir dieses Team gegründet haben. Wir als Team sind natürlich nur ein Tropfen im großen Medienozean, aber was wir versuchen, ist vorzuleben, welch unglaublich interessante und gesamteuropäisch relevante Themen und Geschichten man machen kann, wenn man nur endlich anfängt, über den eigenen Tellerrand hinaus zu gucken und mit anderen zusammenzuarbeiten. Ja? Also ich gebe Ihnen ein einfaches Beispiel. Wir haben eine Geschichte gemacht, was meinen unsere Politiker eigentlich, wenn sie sagen, wir wollen die Außengrenzen Europas schützen? Ne, das klingt ja erstmal irgendwie so vernünftig, wir wollen die Außengrenzen Europas sichern. Bei genauerem Hingucken stellte sich raus, es handelt sich im Wesentlichen um eine milliardenschwere Bonanza für die europäische Rüstungs- und Elektronikindustrie, die mit Kommissionsgeldern teure Überwachungstechnologien entwickeln, die dann später verpflichtend gemacht werden, damit alle Grenzbehörden sie anschaffen. Da gibt es zum Beispiel so ein elektronisches Netzwerk für alle europäischen Grenzschutzbehörden. Das heißt, Eurosur hat ungefähr 1,5 Milliarden Euro gekostet. Und dann haben wir angefangen zu fragen, was bringt dieses System eigentlich? Bis ich ein vertrauliches Gespräch mit einem polnischen Grenzbeamten kriege, vergeht mindestens ein halbes Jahr und dann muss ich immer noch mit Dolmetscher dahin gehen und der wird nicht wirklich vertraulich werden. Wenn mein Kollege Wojciech in Warschau ein solches Gespräch sucht, dann braucht er da vielleicht eine Woche oder zwei Wochen für und dann hat er das. Und dann erfahren wir, also die polnischen Grenzer haben davon nichts. Und so stellte sich raus, die griechischen Grenzer haben davon nichts. Die Italiener haben überhaupt nur das Geld abgegriffen und das System gar nicht richtig installiert. Die spanischen und portugiesischen Grenzer sagen, also wir arbeiten untereinander schon seit Jahren sehr gut zusammen, aber Eurosur, das kostet uns nur Arbeit, davon haben wir nichts. Mit anderen Worten, das ganze System hatte überhaupt gar keinen wirklichen Sinn. Das ist europaweit relevant und das ist ja nur eines von ganz vielen Projekten. Was ich damit erklären will, ist, wir müssen diese europäische Vernetzung der Journalisten parallel zu der extremen europäischen Integration wirklich versuchen voranzutreiben. Und das auch deshalb, da gehört was ganz Wichtiges dazu. Wir haben seit 1990 einen europäischen Binnenmarkt. Das hat zu einer extremen Verflechtung der europäischen Wirtschaft zu tun. Jede mittelständische Klitsche hat eine gesamteuropäische Zulieferkette, Vermarktungssysteme. Wir sind, ob uns das gefällt oder nicht, wir sitzen in einem Boot in Europa und wir können es auch nicht wieder rückabwickeln. Also die Briten merken ja gerade, dass das mit dem Aussteigen richtig komplex ist. Und dazu gilt es aber, wenn man so will, unsere Parlamentarier und unsere Regierungen zum Jagen zu tragen und ihnen klarzumachen, dass sie wichtige Themen gesamteuropäisch kommunizieren müssen. Okay. Das wäre, wenn ich so denke, mal so die wichtigste Aufgabe für diese europäischen Netzwerke, die es aber im Grunde eigentlich nicht wirklich gibt. Es gibt manchmal einen Medienverbund, wo einzelne Medienhäuser sich für bestimmte Großthemen zusammentun, weil da wird dann ein großes Leak gemeinsam verarbeitet. Aber eine systematische europäische Kooperation unter den Medien findet nicht statt. Okay, viel Stoff für Debatte. Ich würde gerne Flavio Grazian ins Gespräch bitten. Er kommt aus Brüssel und ist dort Digital Democracy Coordinator bei ECAS. Und die erste Frage ist, was tut ECAS? Und die zweite Frage ist, wie wird in eurer Arbeit das Internet zu einem Teil der Lösung? First of all, thank you very much for inviting us. So ECAS is an NGO. Which mission is to empower citizens to access their right in order to build a stronger and more fair European Union. I work on digital democracy, and our aim in our daily work is try to assess
new participatory mechanisms and civic tech tools to improve democratic participation at EU level. Of course, more you try to assess these kind of things, more difficult the results you get, because internet, I mean, as you always know, it's a very complicated thing. It gives you a lot of possibilities, but it and is definitely something that is an extension of our normal reality, but it goes on very particular rules. I believe there is a lot of potential in terms of to try to exploit these new tools and mechanisms. And in Europe, you have a lot of different experience in an example of it. I just came back from Riga in a conference where we talk about online disinformation and how e-participation tools can also be used to tackle this particular issue. But of course, as you were saying before, there is still a lot of discrepancies among European countries in terms of how these things are implemented and how they are developed. So I think when we talk about the internet in general, we have to be extremely cautious and extremely careful. Sometimes it gives a lot of good possibilities. Sometimes, of course, there's a lot of risk because, unfortunately, actors operating there, they go on different business models. And we've seen all day today, they have different advertising models that are completely out of our rules. I believe that personally, there is a way to try to harness new technologies in terms of positive outcomes, and I'm still a positive in this sense, but I still believe it's important to take the steps extremely extremely thoughtful, because sometimes there is a lot of enthusiasm in civic tech communities, but this enthusiasm doesn't mean that we have to evaluate very careful what these things can bring to our citizens. I believe that personally, in internet, in terms of like when we talk about information, we have a sort of information crisis, and in order to have a real political debate, is absolutely necessary that citizens can have access to information that is based on facts, on face of realities, rather than being bombarded completely with new ways of disinformation. Particularly when I'm thinking about the road of next European elections, which they're very much close in time, we should really take all these necessary steps to. For this, I really believe that traditional journalism is still very much effective to provide citizens very good information, and to build this democratic debate is the quintessential of our democracy. Our democracy cannot transcend the fact that has to be based on different opinions that should be very much articulated. When we go towards and analyze what European populist movements are doing now, they're trying to shorten this debate to make it simpler. But unfortunately, Europe, which is a good thing of Europe, it's a complicated environment, and the internet perhaps make it even a bit more complicated. But we have to talk about policies and policies that are based on facts. Herzlichen Dank. Auch hier nochmal viele Themen, die da aufspringen und auf die wir gerne gleich nochmal zurückkommen könnten. Ich möchte gerne unseren vierten Podiumsgast in die Runde holen, Helga Trüpe. Sie ist für Bündnis 90 Die Grünen Mitglied des Europaparlaments, schon langjährig, erfahren, insbesondere in den Bereichen Kultur und Medien. Und deshalb, liebe Helga Trüpe, die Frage, was tut die Europäische Union? Wir hatten das vorhin in verschiedenen Facetten. Was müsste Politik tun? Was ist eigentlich die Aufgabe von Medienpolitik? Und jetzt sitzen wir hier in einem europapolitisch oder europäisch bezogenen Podium. Und da stellt sich natürlich die Frage, was tut die Europäische Union, um eine mediale Infrastruktur für demokratische Öffentlichkeit zu befördern und auch um
Investigativjournalismus als eine Stütze demokratischer Öffentlichkeit zu unterstützen. Helga. Ich fange mal an mit ein paar konkreten Politik oder Politiken, die Europäische Union de facto finanziert. Das ist zum Beispiel Euronews, also der Zusammenschluss von Politik und Fernsehen. Die Deutschen haben sich damit bekanntlich ja sehr schwer getan. Finde ich aber auch eine spannende Frage mit Vertretern von ARD und ZDF und Deutschlandfunk, warum das eigentlich so ist. Wir finanzieren außerdem ein Netzwerk von Radios, Euranet. Es gibt es gerade mit den Haushaltsverhandlungen 2019, die ja bekanntlich gescheitert sind, eine riesen Auseinandersetzung, weil wir im Parlament wollen, dass sie 3,2 Millionen mehr kriegen, die sie dringend brauchen. Der Rat sieht es anders. Damit komme ich gleich zu einem Grundkonflikt, dass die Mitgliedstaaten oft das Problem sind bei solchen gemeinsamen, auch europäischen Politiken im Medienbereich, dass die Bremser sind, weil die Finanzminister der Mitgliedstaaten da nicht so offen sind, wie wir das für angemessen halten würden auf der europäischen Ebene. Wir haben einen Extrafonds für investigativen Journalismus und wir haben etliche andere Haushaltslinien, die sich insbesondere mit der Förderung von Journalistennetzwerken beschäftigen. Ich sage gleich dazu, könnte alles mehr sein. Es kann deswegen vor allem mehr sein, weil es nicht so sehr, finde ich, an Ideen mangelt, vielleicht in der Tat an solchen Zusammenschlüssen, die von den Medienmachern die europäische Öffentlichkeit auch wirklich europäisch zu denken und auch als diese abzubilden. Und es mangelt natürlich immer auch im europäischen Haushalt. Sie wissen vielleicht, dass der im Moment gerade bei kurz unter 1% des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts ist. Und das könnte natürlich wesentlich mehr sein, wenn denn die Staats- und Regierungschefs wirklich europäisch denken würden. Wir sind ja gerade mittendrin im Haushalt 2019 und wir beraten über den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 2021 bis 2027. Daran wird man ja sehen, wie viel europäisches Denken bei den Staats- und Regierungschefs vorhanden ist. Und ich erwarte da leider nicht so was ganz Positives, kann ich aber hinterher auch gerne mehr über die tatsächlichen Konflikte berichten. Ich würde jetzt gerne einsteigen mit einer These. Im Europaparlament gibt es ganz viel europäische Öffentlichkeit. Ich als Abgeordnete bin immer damit konfrontiert, dass Medienmacher, Journalisten von Printmedien, aber auch vom Fernsehen mir sagen, ja, das kann man ja nicht berichten. Das ist ja nicht wie im Bundestag. Da haben wir ja nicht Opposition und Regierung. Das ist ja so kompliziert. Außerdem sind da Kollegen aus 28 Ländern. Wie sollen wir das denn berichten? Ja, aber wenn man europäische Öffentlichkeit herstellen will, sollte man darüber berichten. Weil da findet ganz viel von dem statt, was Sie eben eingeklagt haben. Sie haben eine Vielfalt von Perspektiven von Ost und West und Süd und Nord. Sie haben Austeritätsvertreter, Sie haben die Kritiker davon. Sie haben diejenigen als Mittelmeervertreter, die sich vom Norden schlecht behandelt fühlen. Sie haben die Nordländer, die finden, dass die Südländer irgendwie zu lasch sind. Wir haben gerade die Auseinandersetzung um Italien und die Regierung von Conte. Also das ist ja alles, behaupte ich mal, europäische Öffentlichkeit, was wir da jeden Tag veranstalten. Ich leide aber als Europaabgeordnete darunter, dass wir gemessen an anderen Abgeordneten viel zu wenig vorkommen. Und das, finde ich, ist ein Thema, was wir hier heute auch besprechen müssen, weil Sie sitzen hier auf der anderen Seite und ich bin irgendwie nicht bereit, mich mit dem Argument zufrieden zu geben. Das kann ja keiner verstehen und wir müssen das immer so machen, wie die Leute das gewöhnt sind und so, wie sie die Konflikte nun mal aus der nationalen Perspektive kennen. Das finde ich wenig zielführend, wenn man dann gleichzeitig, und zwar sind das oft dann die gleichen Medienmacher, sagen, ja, aber wir leiden ja am Mangel an europäischer Öffentlichkeit. Da muss man irgendwie mal überlegen, wie man das mehr zusammenkriegt. So. Zweite konkrete Aktion, ich habe ein Pilotprojekt gestartet, also eine neue Initiative, dass die Kommission doch mit allen beteiligten Stakeholdern, wie das in Brüssel immer so schön heißt, überlegen soll, wie man eine öffentlich-rechtliche, private, digitale Plattform für ganz Europa installieren kann. Sie kennen alle die Debatte seit 10, 15 Jahren, seitdem Google und die anderen amerikanischen Digitalkonzerne so stark geworden sind, ob wir nicht in Europa ein eigenes Angebot machen müssen. Diese Woche saß ich mit Limburg, dem Intendanten vom Deutschlandradio, zusammen und habe ihm die gleiche Frage gestellt, Deutsche Welle, nachdem ich mit Ulrich Wilhelm, dem ARD-Vorsitzenden, vor ein paar Monaten darüber gesprochen habe, weil der hat ja auch diese Idee nochmal unter das Volk gebracht, dass wir Europäer da vielleicht mal in die Hufe kommen müssen, um das nicht immer den Amerikanern zu überlassen. War hier schon ausführlich Thema heute? Ja, da war ich noch nicht da, Entschuldigung. Ich will nur sagen, dass wir im Moment in der Europäischen Kommission und nicht nur da, auch bei den ganzen beteiligten Macherinnen und Macher das Problem haben, dass es unglaublich zähflüssig, wenn überhaupt, vorangeht.
Und ich halte das für ein ganz großes Problem, weil wir sehen ja im Moment auch zum Beispiel mit CEO YouTube, Susan Wojcicki, wie die sich in die Urheberrechtsgesetzgebung einmischt, dass es an vielen Punkten sehr gut wäre, wir hätten eigene legale Angebote von vielen Diensten, die da im Internet angeboten werden. Wir haben eben schon zu Recht gehört, wie viele Vorteile das Internet hat. Aber eine angemessene Marktregulierung haben wir noch lange nicht in allen Bereichen bei Tech-Giants und digitalen Plattformen. Und ich bin schon der Meinung, deswegen habe ich auch dieses Pilotprojekt beantragt, dass wir da viel mehr und schneller agieren müssen, wenn wir denn wirklich ein solches Angebot und auch mit europäischer Öffentlichkeit herstellen wollen. Aus meiner Sicht gehört notwendigerweise auch immer ein englischsprachiges Angebot dazu, weil wir werden das nicht schaffen, dass alle Europäerinnen 23 Sprachen sprechen und jeweils das lesen können, was gerade in Portugal oder in Polen passiert ist. Also wir brauchen bei allen Muttersprachen, die natürlich davor kommen müssen, brauchen wir aber auch so eine gemeinsame Sprache und das kann, so wie die Dinge nun mal sind, nur Englisch sein. Auch wenn der Brexit jetzt kommt, es wird einfach Englisch sein. Harald Schumann hatte sich zuerst angesprochen gefühlt. Hallo, ja, jetzt geht's wieder. Ja, ich meine, ich renne seit 30 Jahren mit der Frage rum, warum sind die Kollegen so national borniert? Ja, um es mal so, ich nehme mal an, ne? Also von wegen alles zu kompliziert und so. Ist ja gar nicht, es ist gar nicht so kompliziert, also man muss halt ein bisschen Institutionenkunde machen, muss man in Deutschland allerdings auch, also um das Zusammenspiel zwischen Bundesrat und Bundestag zu verstehen, das dauert auch eine Weile. Ja? Der springende Punkt ist, und das, wenn man so will, das deutete sich ja auch an, Europa stinkt nicht vom Kopf her, sondern von den nationalen Hauptstädten her. Ja? Der nationale Reflex ist unser Hauptproblem. Ja? Wirtschaftlich wachsen wir immer enger zusammen und gleichzeitig sind die nationalen Apparate in einer permanenten Verteidigungshaltung, um möglichst wenig auf europäischer Schiene laufen zu lassen, damit sie möglichst viel noch selber kontrollieren können. Und am allerliebsten machen sie das Spiel hinter verschlossenen Türen in dem im Europäischen Rat und dessen Unterarbeitsgruppen. Das ist, wenn man so will, mein schon Jahrzehnte altes Feindbild, weil dort können sie Gesetzgebung ohne Öffentlichkeit betreiben. Und das machen sie ja andauernd. Und wenn es hart auf hart kommt, schließen sie auch das Europäische Parlament mal eben kurz aus, wie man bei der Troika und den Euro-Krisengeschichten gesehen hat, haben sie mal kurz gesagt, das machen wir jetzt mal einfach ohne Parlament. Ja? Und das, wenn man so will, diese Gemengelage spiegeln die Medien und deren Chefredakteure und Verantwortliche und Manager. Ja? Also genau in dem Maße, wenn man so will, wie die jeweiligen nationalen Regierungen eigentlich Europa nur aus der Perspektive, wir müssen unsere vermeintlich nationalen Interessen schützen, kommunizieren. Genau in dem Maße funktionieren auch ganz viele Journalisten, selbst Brüsseler Korrespondenten, denen dann auf Pressekonferenzen mit ihren jeweiligen Ministern oder Staatssekretären oder leitenden Beamten vor allem die Frage am Herzen liegt, ob sie denn ihre jeweiligen deutschen, italienischen, französischen, spanischen Interessen gewahrt haben in diesem oder jenem Gesetzesprojekt, anstatt überhaupt erst mal versuchen herauszufinden, was ist das europäische Gemeinwohl? Also was nutzt der überwiegenden Zahl der Europäer? Da ist ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Ja? In dem Maße, wie sich die nationalen Apparate verweigern, verweigern sich im Grunde auch die Medien und die Journalisten. Das eine spiegelt das andere. Also so nehme ich das wahr, anders kann ich es mir im Grunde auch gar nicht erklären. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir dagegen an? Meine ganz persönliche Erfahrung ist, da wiederhole ich mich vielleicht ein bisschen, das allerbeste Mittel ist die Zusammenarbeit mit Leuten aus anderen Ländern, weil es einem einfach ganz klar die Grenzen der eigenen Erkenntnis aufsetzt. Die schöne Seite dabei ist, oder die unterhaltsame Seite dabei ist, das mit den nationalen Klischees ist auch alles wahr. Ja? Die Leute sind tatsächlich, die Italiener sind, wie die Italiener sind und so. Aber die permanente, das ist auch Ihre Erfahrung, ne? Das ist so. Aber die permanente Auseinandersetzung damit öffnet einfach unglaubliche Horizonte. Und insofern machen wir im Kleinen in unserem Team die Erfahrung, die Sie im Parlament schon ganz lange haben. Und meine Erfahrung ist jetzt allerdings, und da hat sich was geändert in den letzten 10 Jahren, die jüngeren Leute, wenn man so will, die Generation EasyJet, für die Europa mehr oder weniger ihr Zuhause ist,
haben dieses Desinteresse an europäischen Themen nicht mehr. Ganz im Gegenteil, sie interessieren sich vor allem für europäische Themen. Viel mehr als für das nationale Gemurkse. Und die Hauptaufgabe muss sein, dass man die Führungspersönlichkeiten und die leitenden Manager in den Medien dazu bringt, sich darüber im Klaren zu werden, dass die Musik eigentlich in Brüssel spielt und dass da die spannenderen Geschichten sind. Auch journalistisch kann man dort die viel besseren Themen entwickeln. Eine Anmerkung zu der Frage, ob der Rat alles alleine machen kann. Also wir sind ja zum Glück als Parlament der Co-Gesetzgeber und die können natürlich kein Gesetz machen, wo wir nicht zugestimmt haben, sonst gibt es das nicht. Aber Sie haben an einem Punkt recht und das ist in der Tat ein politisches Problem, dass es ja zwischenstaatliche Verträge gegeben hat, gerade jetzt bei den Rettungsschirmen. Es wurde versprochen, die dann zu parlamentarisieren. Das ist immer noch nicht zu 100% geschehen. Aber trotzdem ist es so gewesen, dass es dazu natürlich unglaubliche, auch sehr strittige Debatten in den großen Plenardebatten des Parlaments gegeben hat. Es ist nicht so gewesen, dass es zu diesen ganzen Fragen keine Öffentlichkeit gegeben hätte, auch wenn der Rat als Rat tagt. Und was ich bestätigen kann, auch wenn ich mal bei diesen Ratssitzungen war, dass es so ein bisschen die Attitüde ist wie am Hofe. Da haben Sie völlig recht, ja, das ist so ein bisschen unterhalb von Macron, wie man heute in der Zeit lesen konnte, wie der sozusagen sich da im Élysée umgibt. Und so ist es auch in Brüssel, wenn die Staats- und Regierungschefs zusammenkommen, finden die Journalisten das besonders interessant, viel interessanter, als wenn das Parlament große Debatten hat oder wenn der Kommissionspräsident große Reden abliefert. Und das in der Tat, wenn wir wirklich europäischer denken wollen, bei aller Wertschätzung der Mitgliedstaaten, ihrer Eigenheiten, der kulturellen Vielfalt, und das schätze ich alles sehr. Ich finde es auch gar kein Nachteil, dass die Italiener sind wie die Italiener und die Osteuropäer wie die Osteuropäer. Daraus ist ja eine unheimlich viel interessante Reibung. Das ist ja auch das Tolle an der Arbeit da auf europäischer Ebene, dass man in der Tat lernt, mit der Vielgestaltigkeit Europas umzugehen und dass man auch gar nicht anders kann, als zu verstehen, wie vielfältig und vielgestaltig dieser Kontinent und diese Europäische Union ist. Und ich kann nur sagen, macht das ja jetzt 14,5 Jahre, in weiten Teilen auch immer wahnsinnig Spaß gemacht, weil es eine unglaubliche Horizonterweiterung ist. Und da würde ich gerne mehr Leute auch mit ihrer Begeisterung dran teilhaben lassen, ja, dass das einfach Spaß macht und dass man einfach mehr kapiert. Und es ist natürlich auch so in Brüssel in der Tat, wir sind immer diejenigen als Erste, die die Gesetze machen, die dann national irgendwie umgesetzt werden müssen, 2 Jahre lang. Das heißt, wir sind halt, was die Debattenlage angeht, irgendwie immer ziemlich weit vorne. Und da könnte man in der Tat mehr berichten. Und ich finde Ihren Hinweis, Herr Schumann, dass die Journalisten da auch einfach supranational zusammenarbeiten müssen und mehr Sachen gemeinsam auch erarbeiten können und auch darstellen, das ist natürlich richtig. Mir hat mal ein Kollege der SZ erzählt, der Süddeutschen Zeitung, ja, da so im Alltag, da wird er doch halt auch mal seine deutschen Abgeordneten anrufen und nicht die der anderen Länder. Auch da kann man was ändern. Ne? Ich meine, ich weiß auch, dass auch selbst die Süddeutsche Zeitung, die Redakteure ein Problem haben, ihre Europa-Stories ins Blatt zu kriegen, weil dann sagt die Chefredaktion wieder, ne, das wollen die Deutschen ja nicht hören, das ist ja Europa. Aber da ist für mich gerade das Problem begraben. Ich würde gern kurz die jüngere Stimme zwischenschalten. Flavio, ist ECAS in der Lage, der jüngeren Generation der unterschiedlichen europäischen Länder in Europa Stimme zu geben? Well, this is a very, very interesting question, I guess. First of all, I want to make a funny comment. I'm Italian, so I don't know how I look, if it's actually the representation that you have in mind. But yeah, I'm definitely a product of a generation that experienced European Union at its best. That's for sure. And also, like, this is part of the motivation that I have in my daily job. Because, I mean, I started moving out of my country 10 years ago. And it was in France at the time. And then I kept moving around. I was in UK and now in Belgium for 5 years. So, and definitely I agree with you when you say that this generation, my generation, and even the younger generation, has definitely more interest in what European Union does. On the other hand, I still believe there is a sort of communication deficit when we talk about how European Union institutions are able to talk to European citizens. Do not have national media outlets backing them and say, okay, we're doing this. Perhaps in terms of communication,
also the Commission is a bit slower compared to other realities. I think the European Parliament does an excellent job in a lot of terms, and I actually thank you for what you do. And afterwards, I mean, the complicated system that we have in Europe makes it a bit like difficult to, for them to actually implement or publicize everything. In terms of what I can do, what I can say in how civil society can react is definitely they should support innovation. And there are certain kind of issues that should be perhaps upgraded and upscaled in a European level, when there are some similarities among countries where we can work on this thing. On the other hand, I still believe it's difficult, and still believe there's a lot way to go. But for example, when we talk about environmental policies, I believe we have much more, sometimes much things more in common in what the results would be rather than other. That are other like policies that are now discussed at the moment. I still believe that though it's necessary a European response when we talk about populist movements, because at the end, the simplification of their argument make it extremely easy to tackle Europe on a national level. Because it's very easy for them to make the argument, these are the elitists in Brussels, and here like, in our country, we have a lot of other problems. But then when we do not really understand what they're trying to say, we don't really tackle it, try to disentangle these arguments, actually showing them why, well, there's a lot of things that's going on, and you should really go deeper in your explanation, then perhaps we would be more effective. Vielen Dank. Markus Niedelstein hat schon nach dem Mikro gegriffen. Ja, ich versuche direkt darauf, das ist natürlich der Spagat. Auf der einen Seite, ich habe nichts daran verändert, es scheint an zu sein. Ich muss es näher ranhalten. Das ist ja gerade für Journalisten der Spagat. Auf der einen Seite müssen sie Sachen vereinfachen, verständlich machen, simplifizieren. Und auf der anderen Seite müssen wir damit europäische Themen oder die Multiperspektivität Europas deutlich zu machen, tiefer reingehen und nochmal ganz genauer erklären. Das ist sehr schwierig, das ist sehr schwierig. Und ich glaube, so wie Herr Schumann das gesagt hat, es schafft man am besten dadurch, dass man internationale Teams zusammenstellt. Das Arte-Journal ist seitdem es existiert, ich glaube, das sind jetzt 18 Jahre, ist multinational aufgestellt und wir gucken natürlich sehr bewusst und wir haben das Privileg, dass wir nicht so sehr unter einem Marktanteilserwartung stehen. Wir haben das, wir schauen sehr bewusst auf die europäischen Themen. Wir machen auch mal 90 Minuten über Frau Mogherini, um auch mal Politiker darzustellen, die für Europa wirklich stehen. Aber dennoch, und jetzt kommt wieder der Wermutstropfen in Ihren Wein, natürlich schauen Journalisten, und das gehört auch zum Geschäft, auf die Namen und Gesichter, die einem Publikum bekannt sind, in der Erwartung, dass man, wenn man Frau Merkel schon ein bisschen kennt, dann versteht man auch das, was sie in Europa fordert. Wenn ich aber jemanden erstmal vorstellen muss, wer das überhaupt ist, um seine politische Agenda in einem bestimmten Thema auch noch erläutern zu müssen, dann bin ich wieder bei einem Riesenthema. Das heißt, in Europa gibt es, und jetzt sehr, sehr journalistisch gesprochen, weder das große Drama, weil es auch die großen Figuren nicht gibt, die bei den Zuschauern Emotionen auslösen. Roger Deweck hat heute Morgen gesagt, dass es auf der einen Seite notwendig ist, journalistisch das zu tun, was man tun muss, damit die Themen an die Menschen rankommen, aber man eben auch nicht boulevardesk werden darf. Aber die Gesetzmäßigkeit können wir nicht unterschlagen. Zum Journalismus gehört es, die Nachrichten und Informationen und Analysen so aufzubereiten, dass sie andocken können bei den Erfahrungen des Alltags der Menschen. Und das geht meistens nur über, Sie kennen das mit den Rezeptoren, geht nur über andere Menschen. Deswegen ist Personalisierung etwas journalistisch und deswegen ist es so schwer, in Europa Themen zu verkaufen. Also es ist ein Wermutstropfen in Ihren Wein. Wir machen es ja auch anders. Zu verkaufen, weil es so wenige Gesichter gibt, die übernational bekannt sind. Darf ich da kurz eine Frage noch dazu ergänzend reinbringen? Pierre Aski hat das vorhin mal angesprochen. Ich weiß gar nicht, ob er noch da ist.
Pierre Aski hat vorhin gesagt, er ist der Überzeugung, nicht nur für Frankreich, aber er sprach vor dem französischen Hintergrund, dass die Medienmacherinnen auch konfrontiert sind mit einer geografischen Spaltung, sagte er, wenn ich mich recht erinnere. Und zwar sagte er, die einen Leute reden von der... Von den Gefahren für die Welt gewissermaßen, weil sie denken an das Ende der Welt und andere Leute denken an das Ende des Monats. Und die Frage ist, das war ein Stichwort aus der Gelbjacken-Protestgeschichte, die jetzt gerade in Frankreich läuft, die Frage ist, seine Frage war, ob Journalismus die Lebenswirklichkeit von Leuten abbildet, die nicht zur transnationalen Elite sozusagen gehören. Also wenn wir darüber reden, was ist... Gemeinwohl, das war Ihr Stichwort, Herr Schumann, was ist Gemeinwohl aus einer europäischen Perspektive? Dann muss man das natürlich irgendwie journalistisch, politisch vermitteln, damit, was die Situation der Leute in den unterschiedlichen Ländern ist. Und das ist natürlich nicht, macht es noch schwerer, von wegen Wermutstropfen gewissermaßen. Also ich würde gern diesen Aspekt noch ergänzend reinwerfen, denn wenn wir darüber nachdenken, wie europäische Öffentlichkeit herzustellen ist, dann hat das zu tun damit, dass Europa nicht was sein kann, was nur für die transnationalen Eliten ein attraktives Projekt ist. Ja, da würde ich gerne mal einhaken. Also erstmal glaube ich, dass von Geert Wilders in Holland angefangen, Le Pen, Theresa May und alle möglichen Staatschefs bis hin zu Orban und Kaczynski doch vielen Menschen in den europäischen Ländern bekannt sind als Akteure. Es ist nicht so, dass es da nicht eine gewisse Wahrnehmung gäbe, dass man es auch mit Menschen und Leidenschaften zu tun hat. Ja, Moment, aber ich habe ja jetzt nicht nur für Europaparlamentarier gesprochen. Ich habe ein bisschen was aus meinem Alltag erzählt, dass das manchmal schwer ist, da vorzukommen. Aber jetzt geht es ja um europäische Öffentlichkeit. Und da ist klar, wir haben etliche europäische Akteure, die doch vielen Menschen in den europäischen Ländern bekannt sind, wo man auch Human Stories erzählen kann und wo die Bilder mit verbinden und Gefühle. Jetzt zu der Frage der Spaltung Gelbwesten Frankreich. Ich glaube, auch da kann man in der Tat europäisch mit umgehen, weil dieses Problem ist ja nicht nur in Frankreich so. Wir haben das in Ostdeutschland und auch mit der Debatte mit AfD-Vertretern. Wir haben das in Ungarn mit den ländlichen Regionen. Wir haben es außerhalb in Trumpland und wir haben es in der Türkei. Also dieses Problem ist ja eins, was viele europäische Länder umtreibt. Es ist auch in Italien so, insbesondere Süditalien. Darum halte ich das für absolut anschlussfähig, was europäische Öffentlichkeit angeht. Das ist nicht nur ein nationales Thema, was jetzt nur Frankreich umtreiben würde. Und von daher glaube ich, also wenn man Lust hat, sich zu informieren, von Arte angefangen über Printmedien und Fernsehen, natürlich kann man sich doch auch ein relativ buntes Bild der europäischen Öffentlichkeit herstellen. Aber man muss natürlich auch in einer gewissen Weise Bock darauf haben, also das Angebot, was es gibt, wahrzunehmen. Und dann muss man natürlich überlegen, wie man es auch noch besser machen kann. Aber dass es das gar nicht geben würde, das möchte ich doch mal bezweifeln. Ich würde gerne noch einmal einladen, wenn Sie aus dem Publikum dazu noch was sagen möchten, bitte nach vorne zu kommen. Und hier ist ein Mikro, meins nämlich, Volker Krasmuck. Das Mikro brauchen wir für die Übersetzung und wenn ihr hier vorne steht, seid ihr auch im Bild. Möchtest du hier oben sein? Bitte schön. Kannst doch mal einen Stuhl haben. Bitte schön. Das ist ein bisschen komisch jetzt von der Bühne sozusagen in die richtige Richtung zu sprechen. So. Arte und Investigate Europe sehe ich als zwei Leuchttürme auf dem Weg zu einer europäischen Öffentlichkeit. Und meine Frage wäre, wie man diese Ansätze skalieren könnte zu einer echten europäischen Öffentlichkeit. Also die Frage, Herr Schumann, Sie sind jetzt ein Team von 10 Leuten. Wenn man da genug Ressourcen draufwerfen würde und eine Redaktion aus 10 mal 15 mal 10 Teams bauen würde, würde uns das weiterbringen. Herr Niewelstein, Sie hatten in einer gewissen Weise schon auf diese Frage geantwortet, dass Sie Arte dort noch nicht sehen als europäische Öffentlichkeit und genannt als ein Problem das Sprachenproblem, also dass die auf den Arte-Facebook-Webseiten in Frankreich Französisch und in Deutschland auf Deutsch diskutiert wird. Ich muss gestehen, ich habe ECAS eben gerade erst entdeckt und habe gerade mal ein bisschen geschaut. Mir scheint es da genau um die Entwicklung solcher
digitalen Demokratie-Werkzeuge zu gehen. Also auch hier die Frage, wenn man dahin will, wenn man Arte aufskalieren wollte zu einer europäischen Öffentlichkeit, wäre das eine Möglichkeit, dieses spezifische Debattenproblem, also Information und Meinung haben wir ja bereits. Wenn es um Debatte geht, werden hier, wenn ich das richtig verstehe, Instrumente dafür entwickelt, wie man das auch multisprachlich machen kann. Wäre das vorstellbar, aus beiden Projekten, vielleicht beide Projekte auch noch zusammenführen, um eine Vision zumindest einer europäischen Öffentlichkeit zu entfalten? Vielen Dank. Wollen wir kurz noch mal ein bisschen sammeln, damit uns die Zeit noch reicht? Ich habe jetzt Barbara Thomas gesehen, aber da war noch jemand, das blendet leider ein bisschen. War da noch eine andere Wortmeldung sonst, Barbara? Ja, ich finde es ja ganz wunderbar, dass die Frage der europäischen Öffentlichkeit mal wieder und mit solchen ja, engagierten Menschen diskutiert wird. Ich bin Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin an der Ruhr-Universität Bochum. Und die Frage der europäischen Öffentlichkeit, die beforschen Kommunikationswissenschaftler, ich glaube, seit 25 Jahren mindestens. Und wir sind irgendwann mal ja, auf diese eindeutige Trias gekommen, auf die wir wieder bekommen, die wir heute jetzt auch wieder gehört haben. Das Dilemma der europäischen Öffentlichkeit liegt darin, wir haben drei Akteure, wir haben das Publikum, wir haben die Politiker, wir haben die Medien, also europäischen Politiker. Die Politiker sagen, wir finden in den Medien nicht statt. Die Medien, ich vereinfache jetzt sehr grob, die Medien sagen, das Publikum interessiert sich nicht und das Publikum interessiert sich nicht, weil die europäischen Themen so strukturiert sind, wie sie strukturiert sind und nicht genügend Personalisierung bieten. Wie kommt man da raus? Wenn man ein bisschen tiefer schaut in diese Logik, dann liegt die vor allen Dingen daran, dass wir auf Medien als eben nachfrageorientierte Medien schauen. Europäische Öffentlichkeit ist aber bedingt auch etwas, was ein Angebot an das Publikum sein muss. Und von daher ist es wahrscheinlich nicht verwunderlich, dass gerade solche Medien wie Arte da tatsächlich eben am meisten leisten können. Und deswegen ist meine Frage an Sie, Frau Trüpel, warum haben Sie diese Idee der Plattform, die ich ganz wunderbar finde, das ist ja, was wir vorhin eben auch diskutiert haben und wo etliche Initiativen laufen, es laufen auch Forschungen und Überlegungen dazu, aber warum sagen Sie, dass diese Plattform eine Private-Public-Partnership sein soll? Warum sagen Sie, soll öffentlich-rechtliche und privat in der Zusammenarbeit sein? Das würde mich mal interessieren. Oder ob Sie sich auch anfreunden könnten mit einer Stärkung des Gedankens, dass es eben eine rein Public-Service-Plattform werden könnte. Also ich war ursprünglich in der Tat von einer öffentlich-rechtlichen Plattform ausgegangen, die genauso gut reguliert ist wie ARD und ZDF in Deutschland. Und dann habe ich mit Ulrich Wilhelm, ARD-Intendant, ein Gespräch dazu gehabt. Und der hat gesagt, das sieht er überhaupt nicht, dass das möglich sei, sondern man müsste das unbedingt mit privaten Angeboten verbinden. Das ist ja auch seine eigene Idee. Und wie gesagt, als ich jetzt hier mit dem Intendanten der Deutschen Welle Dienstagmorgen beim Frühstück saß, sagte der auch, es geht auf keinen Fall nur öffentlich-rechtlich und es muss eine Plattform sein, die auch in der Lage ist, Geld zu verdienen. Warum geht es nicht? Ich schilder Ihnen ja immer mal gerade die politische Lage, dass Sie sagen, es muss, um konkurrenzfähig zu sein mit den Angeboten aus dem Silicon Valley, muss es diesen privaten Teil haben, weil es Ihnen sonst nicht attraktiv genug erscheint. Ich bin der Meinung, dass man diese Debatte in der Tat führen muss. Ich leide ja eher darunter, dass ich das Gefühl habe, dass es in den letzten Jahren gar nicht gepusht worden ist. Das hatte aber auch was damit zu tun, dass man offensichtlich den Eindruck hatte, dass die Übermacht aus den USA dermaßen groß war, dass man gar keine Chance gesehen hat, wie man da einen Fuß in die Tür kriegen sollte. Und jetzt im Grunde wegen gewisser Skandale von Cambridge Analytica über die Hackergeschichten und der anderen Image-Probleme von insbesondere Google und Facebook, ist man ja überhaupt wieder auf die Idee gekommen, diese Debatte voranzutreiben. Es ist einfach nicht entschieden. Innerhalb der Europäischen Kommission gibt es zwei Lager. Die einen sagen eher rein öffentlich-rechtlich, die anderen sagen, nee, muss auf jeden Fall ein Public-Private Partnership sein. Es ist politisch nicht entschieden. Es ist einfach eine offene Frage. Wie es finanziert werden soll, ist auch alles irgendwie noch völlig offen, hat auch was mit dieser Frage Public-Private Partnership zu tun. Ich persönlich finde einfach, dass man sich mit viel mehr Herzblut darum kümmern muss,
dass immer irgendwas vorangeht und bedauere das sehr, dass es in den letzten Jahren doch irgendwie ziemlich auf Eis lag. Wir sind ein Forschungskonsortium und ein Konsortium von Medienpraktikern und Forschern, die daran arbeiten. Und wir würden uns unglaublich freuen, mit Ihnen dazu im Gespräch zu sein und die Ideen weiterzuentwickeln, weil wir, ich glaube, aus einer unabhängigen Perspektive das vielleicht auch noch zu sagen allumfassender uns betrachten können als der eine oder andere. Ja, super. Das habe ich mir ja auch gewünscht, dass das Pilotprojekt genau das leistet, dass die verschiedenen Leute an einen Tisch kommen. Ich glaube, das trifft sich dann auch mit der Frage von Herrn Grasmuck. Wenn wir dahin kommen wollen, dass es ein Angebot gibt, das so attraktiv ist und europäisch unseren Werten folgend, unseren Erwartungen folgend, sowohl was Kommerzielles möglich machend, aber eben auch öffentlich reguliertes, öffentlich regulierten Austausch möglich zu machen, dann muss das doch mindestens die Qualität dessen haben, was heute Tag für Tag von jedem von uns genutzt wird. Es muss die Einfachheit haben von WhatsApp. Es muss die Komplexität, die Angebotsbreite haben von Amazon. Es muss die technischen Möglichkeiten haben, die sogar noch komplizierter sind, weil wir eben diese Sprachübertragung, und ich sage Übertragung, nicht Übersetzung, weil wir die Sprachübertragung brauchen. Und wenn uns nicht gelingt, so etwas Attraktives zu schaffen, dann wird doch kein Mensch dahin kommen. Und das kostet richtig viel Geld. Natürlich gibt es viele technische Möglichkeiten und Sie arbeiten, habe ich jetzt, ich kenne es auch noch nicht, aber Sie arbeiten daran. Es gibt natürlich schon viele kleine Netzwerke, wo versucht wird, gerade von jüngeren Menschen, das, was sie an Positivem an Europa erleben, auch zu übertragen. Ich sage nur, das Netzwerk von Erasmus ist riesengroß. Das gibt es seit 30 Jahren und es gibt angeblich schon 1 Million Erasmus-Kinder, die aus Partnerschaften von Erasmus-Studenten entstanden sind. Dieses Netzwerk, das ist eine positive Erfahrung von Europa. Und wir werden in unserer Europa-Berichterstattung vor der Wahl nicht nur auf Erasmus, sondern auf die ganze Generation, die Europa positiv erleben, eingehen. Aber, und jetzt ist wieder meine Frage, ist das nicht trotzdem nur ein Eliten-Europa? Ist es nicht nur ein Eliten-Europa von Leuten, die in andere Länder gehen und da sich auf Englisch, meistens auf Englisch, mit den anderen Studierenden unterhalten? Und erreichen wir wirklich mit dem, worüber wir gerade diskutieren, all die, die sich eben von dieser Komplexität, von dieser Fremdheit, die Europa eben auch mit sich bringt, abschrecken lassen und sagen, das will ich alles überhaupt nicht mehr haben, ich will es wieder ganz einfach haben. Und das ist eben dann auch unsere Aufgabe, die wir mit einer solchen Plattform oder Infrastruktur, die dann gefüllt ist, mit wem auch immer, privat und öffentlich, erreichen müssten, dass auch diese Menschen dabei sind. Also aus meiner Sicht ist das wirklich sehr komplex, aber das wäre die Steigerungsform. Können wir die in Europa entwickelten technischen Möglichkeiten, und bei Sprachübertragung sind wir, glaube ich, sehr, sehr weit in Europa. Gehen Sie auf deeple.com, ein deutsches Unternehmen aus Köln, das die beste Übersetzung in 7 Sprachen liefert, die es überhaupt gibt. Sie sind von deeple? Aber Sie sind Fan. Ich kann das nur empfehlen. Solche Entwicklungen aus Europa zu bündeln in einer Infrastruktur, die es uns ermöglicht, miteinander zu sprechen. Ja, ich muss auch noch eine Frage beantworten. Wenn ich jemanden übersehen habe, würde ich jetzt einfach sagen, wir binden ab. Ihr habt das Wort, um die Punkte rauszugreifen, die euch jetzt noch wichtig sind. Harald Schumann. Ja, also ich muss noch mal antworten. Um es ganz kurz zu machen, ja, wir brauchen 500 solche Teams. Ja? Das große Problem dabei ist natürlich bisher das Funding, ja, und die Finanzierung. Komme ich gleich nochmal drauf, aber ich wollte auch nochmal den Punkt aufgreifen, das ist so ein Elitending und das ist so weit weg von den Leuten. Das ist ja genau der springende Punkt, also ich sage mal, gegen diese Wahrnehmung fällt mir, natürlich ist es ein bisschen primitiv journalistisch, aber dagegen fällt mir nur ein, Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Also die Inhalte müssen auch wirklich produziert werden. Ich sage mal, ein großes Thema, an dem wir lange gearbeitet haben, ist die Prekarisierung der europäischen Arbeitsmärkte, die aus der Sicht der jeweiligen Betroffenen in Italien, in Polen, in der Slowakei oder in Frankreich jeweils eigentlich nur ein nationales Ding sind, weil die Arbeitsmarktgesetzgebung wird ja national gemacht, im Großen. Es gibt ein paar Zuständigkeiten, aber im Groben wird sie national gemacht.
Wenn man sich das aber im Konzert, im europäischen Konzert anguckt, dann sieht man, wow, das hängt ja alles mit allem zusammen. Und da wird auch eine gemeinsame Ideologie transportiert. Ja? Nämlich je weniger Arbeitnehmerrechte da sind, umso wettbewerbsfähiger sind die jeweiligen Länder. Und das ist ein gesamteuropäisches Konzept, was leider, leider von der Kommission intensiv propagiert wird und teilweise sogar mit Macht durchgesetzt worden ist. Zum Beispiel in Rumänien wurden die Gewerkschaften einfach per Dekret abgeschafft, weil die Kommission es so wollte. Und diesen Zusammenhang, der ist wirklich, den zu propagieren und den Leuten klarzumachen, wenn ihr in euren Ländern prekarisiert werdet, dann passiert das nicht deswegen, weil eure Regierung einfach nur das so will, sondern das, weil eure Regierung selber im europäischen Kontext und in diesem blöden Wettbewerbskonzept und sich unter Zwang fühlt, das zu machen. Ja? Nur so war es möglich, den Franzosen weiß zu machen, sie müssten ihre Arbeitsmarktreform machen, weil die Deutschen sie gemacht haben. Ja? Deswegen denken die meisten Franzosen bis heute, wir hätten in Deutschland den Kündigungsschutz abgeschafft. Dabei hat sich am deutschen Kündigungsschutz seit 30 Jahren gar nichts geändert. Ja? Das ist Medienversagen auf breiter Front. Ja? Da hätte berichtet werden müssen, das ist gar nicht das, was die Deutschen gemacht haben. Und daran können wir Journalisten arbeiten und wir müssen 100 solche Teams werden und dafür müssen wir Mittel und Wege finden, das zu finanzieren, weil man muss ehrlich sagen, das Geschäftsmodell für einen großen Teil der Printmedien insbesondere ist im Eimer, die können das einfach nicht mehr finanzieren. Darum für alle die Leute, die sowas wie eine europäische Öffentlichkeit wollen, die müssen sich daran gewöhnen, dass sie für guten Journalismus bezahlen müssen. Das ist ganz simpel. Das ist auch die Botschaft, tut mir leid, wenn man so will, die bei der jungen Generation absolut schiefgegangen ist. Sie haben überhaupt nicht verstanden, wie guter Journalismus, wie teuer das eigentlich ist. Genau. Und erwarten einfach, dass das alles umsonst angeboten wird, ohne sich jemals Gedanken darüber zu machen, wie eigentlich Qualität finanziert wird. Da müssen wir tatsächlich, da haben wir eine riesige Kommunikationsaufgabe, übrigens auch unser eigenes Team. Ich werde gleich da vorne unsere Postkarten auslegen, auf denen draufsteht, bitte beteiligt euch, weil im Budget für unserem Budget fürs nächste Jahr klafft immer noch ein 100.000-Euro-Loch. Flavio, your message. Was ist die Schlussbotschaft für diese Runde? Yeah, sorry about the translation. I was slightly late. Yeah, but I completely agree with you. I mean, quality journalism is absolutely important, but it's more important is that how to fund it, because, I mean, it takes time, takes money, and is necessary actually to improve our tools to do that. As answering your question, as as someone that like working trying to see if the civic tech communities can is able to develop something that can really aim to be a truly to reach a truly European public, I think this is really the real question. I mean, is as you were saying before, I mean, translation is one of the key when you want to actually address the European public. Translation costs. If you want to do something that is can really reach a normal citizen in member states, it's, the message has to be translated. Nevertheless, I think there is still a good power on Europe and good tools has been developed. The real challenge is how really to upscale them to actually reach a truly European public. Vielen Dank. Helga Trüppel hat das Schlusswort. Ja, ich habe hier diesen schönen Aufkleber vorne auf den Tischen gefunden. Ohne Journalismus keine Demokratie. Das kann ich nur noch mal sehr begrüßen. Ich bin auch der Meinung wie Herr Schumann, wenn man Qualitätsjournalismus und überhaupt Journalismus haben will, muss man als Gesellschaft, also kollektiv und auch individuell bereit sein, dafür zu bezahlen. Diese Vorstellung, dass man Qualitätsjournalismus für lau oder gar umsonst haben kann und es irgendwie aus der Internetsteckdose kommt, das wird nicht funktionieren. Und darum bin ich ganz prinzipiell der Meinung, wenn man eine funktionierende Demokratie und die Aufrechterhaltung der liberalen Demokratie will, die ja nun in manchen europäischen Ländern und auch in den USA gefährdet ist, dann muss man gemeinsam darüber nachdenken, was die Grundlagen sind und wie man das finanzieren muss. Und das ist auch das, was ich jetzt sozusagen als Kultur- und haushaltspolitische Sprecherin der Grünen im Europaparlament in den letzten Jahren gemacht habe, dass ich bei den Haushaltsberatungen immer alles dran gesetzt habe, dass wir mit den Möglichkeiten, die wir über den europäischen Haushalt und unseren Programmen haben, diesen Bereich besser ausstatten. Und ein letzter Satz noch, weil Europa in der Tat ja nicht nur ein Elitenprojekt sein darf. Es gibt jetzt ein neues Programm für Jugendliche, European Solidarity Corps,
wo Jugendliche zwischen 18 und 30 Community Work in den verschiedensten Bereichen machen können. Und das ist insbesondere gerichtet an benachteiligte Jugendliche, also ist überhaupt gar kein Elitenprojekt. Und Erasmus ist auch nicht nur für Schüler und Studierende, sondern auch für junge Auszubildende. Und das sollte man ein bisschen besser popularisieren. Und wenn Journalisten darüber schreiben würden, würde mich auch freuen. Vielen Dank. Ein allerletzter Hinweis darauf, es gibt noch ein europäisches Journalistennetzwerk. Das ist, hängt an der Europäischen Grünen Stiftung, Green European Journal. Wir haben gerade auf böll.de, auf der Homepage der Heinrich-Böll-Stiftung, einen Artikel online gestellt aus diesem journalistischen europäischen Netzwerk von Maria Saduskaya Komlach. Und sie fordert von der Europäischen Kommission mehr Engagement und sie sagt, wenn sich die Europäische Kommission stärker committet, Medienpluralismus zu einem Auftrag für Europa zu machen, dann muss die Kommission mutige und umfassende Entscheidungen treffen, zum Beispiel sozusagen sich dazu bekennen, dass diese Sicherung europäischer Infrastrukturen eine europäische Kommissionsaufgabe ist, Budget in die Hand zu nehmen, das wurde eben gerade angesprochen, gewissermaßen und womöglich, auch in der Tat in die Bütt zu steigen, um Investigativjournalismus zu finanzieren und zu schützen. Ich habe Markus Niebelstein das Wort nicht mehr. Er hat mir gerade das Mikro gegeben, weil ich da noch gerne einen Satz dazu sagen würde, was gegeben, du gerade gesagt hast. Ja. Es ist nicht das Problem, dass die Kommission das nicht wollen würde. Die Kommission hat diese ganzen Vorschläge gemacht. Die wäre auch bereit, wesentlich mehr Geld in die Hand zu nehmen. Das Problem sind die Mitgliedstaaten. Das muss man deutlich sagen. Ich kriege mittlerweile Pickel, wenn ich immer höre, dass auch mit diesem Artikel die Kommission so angegriffen wird. Die Kommission ist nicht das Problem. Die Staats- und Regierungschefs in den Mitgliedstaaten sind das Problem. Und dieses Europa-Bashing, dass die Kommission angeblich immer zu blöd zu allem ist, ich finde, dass man die Angriffslage mal verändern muss und das nationale und nationalistische Denken angreifen muss bei den Staats- und Regierungschefs. Nur wenn sich da was ändert, wird auch die Kommission was anderes vorschlagen können. Und dann können wir das im Parlament mit dem Rat durchsetzen. Also die Angriffsrichtung bitte mal ein bisschen auf die nationalen Fürsten verschieben. Okay, ich hatte es genauso verstanden. Die Aufforderung ging genau dahin zu sagen, dass die Kommission mutig sein muss, gewissermaßen Entscheidungen jenseits der nationalstaatlichen Voten auszusprechen, indem man sozusagen das Thema sich auf den Tisch zieht auf einer supranationalen Ebene. Wie weit man das kann, weiß ich nicht. Herr Niebelstein hatte sich noch einmal zu Wort gemeldet, richtig? Ich wollte mich bei der EU-Kommission bedanken, dass sie uns die Übertragung von 600 Stunden Programm jährlich in die 6 verschiedenen Sprachen in Untertitelung finanziert. Das ist, glaube ich, dann auch unterhalb der Schwelle gewesen der Regierungschefs, aber das ist eine permanente Haushaltslinie geworden. Das ist enorm wichtig. Das ist für uns ein Einstieg darin, dass wir einfach diese tollen Inhalte, die wir haben, die wir aus vielen Ländern bekommen, auch vielen Menschen zur Verfügung stellen können. Und ich hoffe, Sie wagen mal einen Blick auf arte.tv oder Sie laden sich die Arte-App runter und können ein bisschen stöbern, was es für Europa schon alles gibt. Und jetzt hat Flavio Grazian das allerletzte Wort. Yeah, just one last thought on what you were saying. Definitely is the member states are the problem for this. We completely agree. I'm on your page. On the other hand, there's a lot of funds that the Commission put a disposal for, like a lot of projects, a lot of different programs. And in the context of like how internet, because it is my, I would say, like my focus, how internet has changed, how information is distributed, consumed and accessed by people, there is a lot of room for, there's still a lot of room, a lot of need for quality journalism. I was asked yesterday in a conference in Riga what was the one of the main solutions to try to counter online disinformation, which is very much a problem at the moment, and always answered like we should try to make the truth louder, and the truth cannot be louder without quality journalism, and quality journalism takes time and takes a lot of money to operate. So we should really like try to encourage this. Ich glaube, in der Runde vorhin sagte Klaus Unterberger, ist er noch da, vom österreichischen Öffentlich-Rechtlichen, das, was wir hier tun, ist auf jeden Fall ein Teil der Lösung.
In diesem Sinne möchte ich die Runde hier abschließen und danke sehr herzlich auch Ihnen für Ihr Durchhaltevermögen. Ich hoffe, es war Enlightenment und hat auch Spaß gemacht. Und ich danke Ihnen hier in der Runde ganz herzlich für diese spannende Debatte.